Hallo und herzlich willkommen. Heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Von Liebe und Krieg, ein neues dänisches Erste Weltkriegsdrama. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Du sollst nicht wieder auf mich warten. Ich gehe auf keinen Fall zurück in den Krieg. Hörst du, was ich sage? Ich sterbe dort. Ich bleibe hier. Bei euch. Wir sind im Ersten Weltkrieg und der Film beschäftigt sich hauptsächlich mit der Thematik, dass es darum geht, dass Dänemark im Ersten Weltkrieg besetzt wurde und auch viele Dänen für die Deutschen oder für das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg kämpfen mussten. Und im Mittelpunkt der Geschichte steht Espen, der ist in Frankreich stationiert und findet es ganz schlimm, diesen Krieg. Dementsprechend möchte er da irgendwie rauskommen wieder. Und die einzige Möglichkeit, die für ihn da in Frage kommt, ist irgendwie mit einer Verletzung vielleicht nach Hause zu kommen. Als er dies dann auch schafft, merkt er, dass zu Hause einiges sich verändert hat. Denn in seinem Dorf sind auch deutsche Soldaten und unter anderem auch Gerhard, ein oberer Leutnant. Und dementsprechend, der hat sich auch so ein bisschen an seine Frau rangemacht, beziehungsweise ist eine Art Ersatzvater für seinen Sohn Karl geworden. Und das passt ihm natürlich erstmal gar nicht, doch er weiß nicht, wie er sich dagegen ja zur Wehr setzen soll, weil Gerhard halt immer wieder da ist. Und dementsprechend behandelt dieser Film eine ganze Zeit, wie versucht diese Familie wieder zusammenzukommen, beziehungsweise überhaupt unter dieser ja, Bedrohung, der deutschen Bedrohung im Dorf oder in der Region leben zu können. Man muss sagen, es ist schon ganz gut umgesetzt im Sinne von, dass die Geschichte spannend ist, wie sie erzählt wird. Sie ist an vielen Stellen sehr minimalistisch, wo man sich denkt, so okay, darauf ist es vorhersehbar, da läuft es jetzt hin und so. Und vor allem auch die Beweggründe, dass er den Krieg so schlimm findet, ist am Anfang sehr, sehr ja, schlecht inszeniert, würde ich mal sagen, weil zuerst schießt er und ist total dabei und dann plötzlich findet er es ganz schrecklich und will unbedingt nach Hause, also so von jetzt auf gleich, plötzlich. Nicht so ein Ding, dass man schon irgendwie eine Einstellung hatte, nein, es ist dann ganz plötzlich, also dementsprechend nicht so ganz nachvollziehbar. Zu Hause in Dänemark ist es dann eigentlich von der Geschichte her ganz unterhaltsam, insgesamt aber nicht weltbewegend, muss man leider wirklich sagen. Das ist okay, 3 von 5 Punkten. Schauspielerisch muss man sagen, einige bekannte Gesichter auch aus Deutschland dabei. Der ganze Cast ist okay, die liefern gut ab, solide. Manchmal ist halt das Drehbuch nicht so gut oder auf jeden Fall muss man sagen, ist die Synchro nicht gut. Die Synchro wirkt oftmals aufgesetzt im Sinne von, dass man keinen richtigen Raumklang hat. Die Stimmen wirken einfach nur drüber gelegt und das ist leider nicht so gut geworden, weil die Sprecher wären, glaube ich, ganz okay gewesen an manchen Stellen und auch ganz gut an einigen Stellen. Aber sonst funktioniert das halt leider synchrontechnisch gar nicht. Das ist wirklich ein echter Minuspunkt. Aber trotzdem, weil das Schauspiel an sich eigentlich ganz gut ist, 3 von 5 Punkten. Technisch versucht der Film, einige schöne Einstellungen einzufangen. Tolle Kulissen hat er. Auf der anderen Seite sieht man auch ein bisschen so das Budget, dass nicht so viel da war, weil viele Sachen sind sehr minimalistisch geworden. Die Stimmung ist toll. Das Ganze spielt im Winter und es ist so eine richtige schöne kühle Stimmung mit verschneiten Landschaften, sieht toll aus, bleibt so ein bisschen hinter den Möglichkeiten, aber insgesamt okay geworden, 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, der Film ist an sich etwas geworden, wo ich erstmal nicht dachte, dass es hingeht. Nämlich es geht eben um diese dänischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg fürs Deutsche Reich gekämpft haben und auch die Konflikte. Die Figuren sind soweit alle sehr authentisch, manche vielleicht etwas zu überzeichnet und auch etwas zu overacted gespielt. Aber sonst ist es insgesamt ein authentischer Film, der unterhalten kann. Allerdings muss man sagen, nicht unbedingt im Kino. Für zu Hause ist das definitiv eine Empfehlung. Ist okay, ist ein guter Film, kein überragender Film, kein schlechter Film. Er ist so ein Mittelmaß drin. Deswegen 3 von 5 Punkten, insgesamt 12 von 20 Punkten. Okayer Film, kann man sich anschauen, muss man allerdings nicht. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!